Also auf Deutsch, ich mache das ganz kurz. Hier ist das Schloss, wo Dutroux die Kinder gebracht hat. Ne? Es ist sehr gefährlich hier. Ich werde hier nicht lang bleiben. Sie müssen wirklich meinen englischen Film angucken. Und es gibt hier so elektrische Dinge da. Wenn man da drüber geht, dann setzt es einen Alarm ab. Ne? Hier, da geht dann. Also ich möchte nicht weiterkommen. Und hier sieht man. Ah. Hier sieht man, es regnet, es ist fürchterliches Wetter. Ich hoffe nicht, dass jemand mir, da bin ich so. Gut, schauen Sie in den englischen Film bitte. Das Beste hier, was ich kriegen kann, Dutroux Schloss hier. Ja, Adel. Die haben das immer gemacht, solche Sachen. Also hier ist dann die Hütte von diesem Schloss, da dieser Solvay, der so Prozac und so weiter und in seiner pharmazeutischen Betrieb da macht und hat eine Hütte gebaut in der Schweiz, was ja die Basis ist, und der misst genau 4003 Meter, was sehr wichtig ist. Ich werde das gerade erklären. Also da haben wir es, hier, wieso 4003 Meter, war 4. Es gibt den Winkel und den Zirkel und der Winkel korrespondiert mit dem Nummer 4. Weil damit, der ist 90 Grad, damit kann man die Basis eines Pyramiden machen mit 4 Winkeln da drin. Der Zirkel ist oft mit 60 Grad und das korrespondiert mit dem Nummer 3. Weil mit 60 Grad kann man eine Dreieck machen, die Seite vom Pyramiden. Zusammen macht das 7, was darum die heilige Zahl und die Zahl eines Pyramiden ist. Und das korrespondiert mit dem G, was die 7. Buchstabe im Alphabet ist. Wodurch da zwischen dem Winkel und dem Zirkel den G steht, was korrespondiert mit der Nummer 7. Das ist alles Freimaurerei, alles Geheimgetue. Und das ist der Feind im Innern. Also mitten im Krieg, was das belgische Volk sehr gelitten hat, hat dieser Typ nichts anderes da zu tun, als ihre Freimaurer-Symbolik in der Basis der Templer und Freimaurer, also die Schweiz, da zu errichten. Da haben wir eine Karte von Nordbelgien, Nordfrankreich da und Luxemburg. Hier haben wir La Petite Suisse Luxembourgeoise, die kleine Schweiz, was es auch überall in Deutschland gibt, so etwas. Und hier ist Bouillon, da, Gottfried von Bouillon. Und es ist ein Teufelsdreieck, so, so und hier. Muno, das ist das Schloss von Dutroux. Und Boswald, das ist das Dorf, wo das Schloss vom Fourniret nebendran ist, wo die Kinder hier verschwinden in diesem Teufelsdreieck. Und bei Muno hier ist der Fluss, das heißt Le Serpent du Loc, Serpent, eine Schlange, ne, so wie immer, die Reptilien, Pharaon. Und in 2015 war da ein Fall wieder mit Kinderschänder von der Familie oder das Betrieb Solvay, zu denen das Schloss gehört, da von Dutroux, in Rumänien. Ne, Rumänien, wo viel Armut gibt, ne, also wo man einfach da die Kinder da kaufen kann und so weiter. So bei den Leuten, die nicht gut da drauf passen. Und das Schloss hier nennen wir das Schloss, da, das Schloss der Mutter der Finsternis. Ne? Super, ne? Ja, ein Dreieck, ein Teufelsdreieck ist das hier. Das Satanschloss, so tu. Hier töten sie und Kindern machen sie Rituelle seit hunderten von Jahren. Ja, eklig. So kriegen diese Monster hier dämonische Energie durch Kinder zu opfern. Das wissen sie schon seit den Pyramiden. Und alle kriegen gegen die Menschheit und alle Kriege zu gewinnen. Damit sie das hier Satan, der Teufel, selber widmen. Also ich gehe raus hier. Also ich bin hier bei Fourniret, im Schloss. Ist voll mit da, die Sonnenhieroglyphe. Ne? Es ist von einem, und da oben auch, ich gehe nachher mal gucken. Ich will erstmal ein bisschen reden, ein bisschen filmen, weil da steht ein Auto hier, bevor sie mich da Schwierigkeiten machen. Und ja, sie haben, der Typ, der das gebaut hat, war ein Freimaurer, Georges Corneau. Wenn man ein Profiler ist, ne,
so mit schrecklichen Verbrechen, so wie Serienkiller, so wie das hier, Serienmörder, dann ist man schon auf 40%, dass der Serienkiller, der ein Schloss besaß von einem Freimaurer, dass er selber auch Freimaurer war. Dann all diese Symbolen hier, nochmal 10%. Dann, der ist immer geschützt worden von den Behörden und noch immer, nochmal 20% dafür, das sind ja Freimaurer, sind wir schon auf 70 oder so. Und die haben genau diese Sachen gemacht, die Freimaurer halt machen, mit unseren Kindern. Satanische Rituelle und nachher werden sie ermordet. Man hört nichts davon in den Medien, wie viele Kinder verschwunden sind und so weiter. Und naja, dann kommen wir auf 95%, dass der Serienmörder Fourniret, dass es ein Freimaurer war. Schluss. Ich komme auf 95%. Verstehst du das? Es ist alles die Pharaonenmafia hier. Satanische, der Pharaonenadel, die uns regieren. Und darum haben sie das Alter von Kindern hier in Frankreich vor ein paar Wochen, dieser Macron da, der in einer Templerschule war in Straßburg, der hat das Alter, haben sie runtergemacht auf 13. Das ist ein Kind, kannst du durchvögeln. Und warum? Wenn man mit diesen Energien so früh anfängt, vor allem vor einem Mann, und das Sperma verliert, sieh meinen Film über die Beschneidung, ne? Dann zieht das enorm viel Energie aus dem Kopf. Also das Intellekt eines Kindes, was noch nicht voll entwickelt ist, das wird sich niemals richtig entwickeln. Ne? So wie bei sehr vielen dummen sogenannten Muslimen, was kein Muslim sind. Weil man darf sich nicht beschneiden und Gottes Schaffung zerstören. Es steht sogar in der Koran. Keiner von denen hat den Koran gelesen. Kein einziger Türk in Deutschland oder Araber in Frankreich. Ich frage sie manchmal, kein einziger hat es gelesen. Das sind alles Betrüger. Obwohl, natürlich gibt es auch nette Leute, so, aber qua Religion sind es Betrüger. Nicht im, ich möchte nicht sagen im Alles, ne? Qua Religion, ja. Weil man darf Gottes Schaffung nicht zerstören und einfach ein Stück abschneiden. Und wenn man das Stück da, die Vorhaut, wenn das nicht da ist und das immer in die Unterhose scheuert, dann hat man sehr schnell eine Erektion und so und die können ihre Sextriebe nicht kontrollieren. Darum liest man immer mehr, ein Elfjähriger hat ein anderes Kind vergewaltigt, was wir früher nie hatten in Europa. Das kommt alles von diesen, ich sage nicht mal mehr Moslems, was sind es nicht, all diese Beschnittene. Nennen Sie mal die Beschnittene. Die haben keine Kontrolle mehr darüber. Darum müssen sie die Frau total einpacken, weil wenn sie einen Quadratzentimeter nackte Oberhaut sehen, drehen sie komplett durch. Ich kenne sehr viele netten Türker, netten Araber, die freundlich mit mir waren und nett. Also so musst du das nicht sehen. Nur qua Religion sind es Betrüger. Weil Gott schreibt in der Koran, die Schaffung ist perfekt. Musst du nicht noch drin rumschneiden. Das ist eine Allianz mit dem Teufel, mit Satan. Darum heißt dieses Schloss Sotu, so wie Satan. Ne? Naja, ich kann noch viel mehr sagen. Oh, ich habe ein Loch hier. Also die neue Eigner, ne? Die sogenannte, am ersten Tag waren sie da, kam die Polizei und alles, zum Sagen, dass sie nichts wussten, das ist nochmal eine so kleine Chance, dass es nochmal 20% drauf tut, dass Fourniret ein Freimaurer war. Übrigens, ein Freimaurer kauft beim Freimaurer und der verkauft wieder bei Freimaurer. Auf jeden Fall ein Schloss, so wie dieses. Der war Freimaurer. Das ist absolut kein Zweifel möglich. Pharaonenadel, mich. Also jetzt gehe ich hier einen ganz großen Bogen hier machen, damit ich da ist ein Obelisk hier und so Sachen, wo sie die Kinder geopfert haben. Das Schloss ist da. In einem Krieg gehst du niemals direkt auf dem Ziel zu. Du gehst erstmal rundum mal gucken. Und das letzte Mal habe ich Typen mit Hammer gehabt, die mich gefolgt sind. Habe ich nicht so viel Bock darauf. Und in der Armee macht man das so, ne?
Und mehr brauche ich so nicht. Ab 40 mal Zoom auf den Kamera, ich will einfach nicht gesehen werden. Das ist sehr gefährlich hier. Also jetzt bin ich auf der Seite. Ja, da ist da sogar Wasser für die Isis. Also muss es einen Obelisk irgendwo geben. Wo ist das Wasser? Da, wo ist es jetzt? Da. Muss es irgendwo einen Obelisk geben. Ne? Und da ist die Sonne-Hieroglyphe. Es tut mir leid, ich war auch im Schloss vom Dutroux vor neulich. Es hat so geregnet, ich habe es nur schnell auf Englisch gefilmt. Also wenn ich einfach reingelaufen wäre, hätten sie mich da gefasst. Und die haben alle Schutz von Polizei, das muss man immer wissen. Ne? Also unter den Schutz von unseren europäischen Natur, schau mal wie schön. Man muss halt viel klettern, man muss halt einen Nachmittag dafür nehmen und dann wochenlang eigentlich mit hin und her trennen. Und dann gehe ich da durch den Wald hier bis zu den Tannenbäumen. Also unsere europäische Natur schützt mich gegen die satanistische Natur von diesem Pharaonenadel hier. Hm? Alle Adel ist Pharaonenadel, ja? Wir schmeißen euch raus, ich sag's das. Zusammen mit den Moslems oder die, die sich als Moslem vortäuschen, schmeißen wir euch raus hier, da, diese. Freimaurer Dreiecke. Sonne-Hieroglyphe. Wie viele Leichen liegen da noch da drin? Also wenn ich hier mein Zelt stellen würde, es ist der Samstag, heute Abend kommen sie, die Freimaurer, ich sag's dir. Die Seelen der Kinder sind da, die schwarze Magie ist da, die Dämonen sind gerufen, die machen einfach weiter und können eventuell ohne weitere Kinder zu töten, ihre Rituale hier fortsetzen. In der Armee haben wir das ein LUP genannt, a Lying Up Position. Wenn ich mein Zelt hier oben da, gerade hier im Wald aufstellen würde, hinter dem Garten würde auch noch gehen fast. Wenn ich es im Dunkel setzen. Aber ich muss gucken, die Autos, die da kommen, ne? Die machen einfach weiter. Sie machen einfach weiter. Und niemand macht etwas. Da ist das Schloss, ja. Also das Schloss, ich muss noch mal sagen, das ist schon eingeweiht zu Satan. Die brauchen keine weiteren Kinder mehr zu töten. Das ist schon eingeweiht jetzt, ne? Mit den Seelen der Kinder. Ich würde mir etwas Wasser hier nehmen, das kann man ruhig trinken. Schau mal, wie schön. So Bergwasser kann man sofort trinken. Also nicht gerade hier, ne? Also jemand, der mit mir mitkommen will, der meldet sich auf meinem E-Mail, in meinem Kanal. Ich bin da schon. Der meldet sich, ja. Dann machen wir mal etwas dagegen. Also zum Schloss zu kommen, muss ich hier über den Strom hier. Und da ist das Schloss, ne? Aber ich kann nicht alles immer in drei Sprachen machen und es ist zu kompliziert. Also guck mal in meine englische Version. Also der Strom ist hier und die Pharaonen sind da. Diese Teufel in unserem europäischen Wälder, diesen Dreck mit unseren Kindern abzuziehen. Teufel! Also es ist Osterweekend, Wochenende 2018. Die werden kommen hier heute Nacht, die Freimaurer. Sie werden etwas machen hier. Und sie brauchen nicht vielleicht, höchstwahrscheinlich nicht mal mehr Kinder Opfer zu machen, und weil es ist schon gewidmet am Satan, am den Teufel hier. Dämonen sind hier. Es ist Osterwochenende, sie werden kommen. Ich hoffe, dass ich hier weg bin, weil man braucht andere. Man braucht etwas, um sich zu verteidigen. Und sie haben hier diese Pharaonen hier, in der Mitte von nirgendwo. Wieso setzt man ein Schloss in der Mitte von nirgendwo? Wieso darf man nicht hier reinlaufen und mal gucken für die Wahrheit? Wieso geht es hier noch weiter? Wieso sind hier Leute? Weil es weitergeht, Leute. Es geht weiter. Die lügen uns alle an.
die Lügepresse und alles. Und sie haben es gut gemacht. Sie wissen, ein Virus zerstört jedes Organismus. Also haben sie sich benommen wie einem Virus. Die haben sich überall in Schlüsselpositionen dran gemacht. Staaten gegründet, die neue Weltordnung gegründet. Sehe meinen Film Das Schweizer Biest, Basislager des Teufels. Die Schweiz ist ihre größte Basis. Dann haben sie die Völker gegeneinander kämpfen lassen. Zwei Weltkriege, den 30-jährigen Krieg, die Römer und so weiter. Alle Männer tot. Es gibt keine richtigen Männer mehr. Es gibt ja Schwulen. Geh heiraten, zwei Männer heiraten, was soll das? Die haben uns doch total kaputt gemacht. Es gibt keine Männer mehr, die einen Unterschied machen können. Sind alle tot, alle auf dem Schlachtfeld geblieben, weil sie diese hier geglaubt haben. Und sie sind so schlau. Es geht weiter. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir haben verloren gegen diesen Teufel. Wir sind fertig, Leute. Seid doch alle Schwule, die Männer. Und wie jeder richtige Aristokrat, jeder richtige Adlige, es gibt einen Tennisplatz, ja. Da werden sie vielleicht auch nochmal kommen, dieses Wochenende hier. Also da wieder das Wasser zwischen dem Tennisplatz und dem Schloss. Die Reptilien brauchen ja Wasser, ne? Und es scheint irgendwie, der Fluss ist total verschwunden da. Und die haben das hier, es sind keine Menschen, das sind keine Menschen. Die haben das hunderte von Jahren gemacht und es geht weiter. Hunderte von Kindern, ihr habt keine Ahnung, wie das hier, wie das etwas Böses ausatmet. Ihr habt keine Ahnung. Es atmet hier das Ganze hier etwas enorm Böses aus. Er muss hier weg. Also hier ist der Eingang, rot und weiß. Das ist das Vereinigte Königreich der Pharaonen. Das Rote Haus und das Weiße Haus. Hier steht es. Zone piégée. Das heißt, das hier ist alles mit Fallen versiegt. So, frech sind sie hier. Die gehen doch weiter, wenn da so etwas steht hier. Mit Fallen. Wenn du hier als Normalmensch und mal gucken, welche Gefahren deine Kinder hier ausgesetzt sind von diesen Schweinen, da willst schauen, dann darfst du nicht mal rein, weil es weitergeht. Und die Männer sind so, es sind keine Männer mehr. Du kriegst 22 Verrückte hinter einen Fußball herzulaufen. Aber niemand kommt mit mir mit. Niemand. Und mein Auto ist größer als dein. Ich bin stärker als du. Oh Mann, 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 Mann. Das ist die Menschheit.